Woche 17. Minderwert überwinden. Die Angst vor der Wertlosigkeit des Daseins versucht man zu überwinden, indem man sich seinen Wert selber beweisen möchte. Durch Arbeit, durch immer höhere Leistung, aber auch durch peinlich genaue Erfüllung religiöser Pflichten. Man will damit sich selbst und den anderen, ja selbst Gott beweisen, dass man doch etwas wert ist. Man will auf sich aufmerksam machen, damit einen niemand mehr übersehen kann. Gegenüber Gott will man so beschließlich seine Pflicht getan haben, damit ihm doch gar nichts anderes mehr übrig bleibe, als einen zu belohnen. Doch auch der allergrößte Ehrgeiz vermag die latente Angst vor der eigenen Wertelosigkeit, den inneren Minderwert nicht zu überwinden. Im Gegenteil, dass die Leistung und die eigenen Ansprüche immer besser und perfekter zu sein hätten, überfordert einen immer mehr und treibt einen in die Isolation. Die Höchstleistungen, zu welchen der Minderwert antreibt, setzen einen nur unter Druck und führen in die Verkrampfung. Im Gotteszugang erfährt man, dass man vor Krishna wertvoll ist, ohne sich einen Wert zuzuschreiben zu müssen. Wir sind ihm so wertvoll, dass er sogar seine Wohnung in uns nimmt. In Klammer Bhagavad Gita 15.15. Sich persönlich um unseren Erhalt kümmert, in Klammer Bhagavad Gita 9.22, und uns selbst als einen ewigen Teil von sich selber nennt, in Klammer 15.7. Am Ende der Gita 18.64 übersprudelt seine Liebe zur Seele hin, dass Gott sie zu seiner Geliebten erwählt. Krishna sagt hier: Du bist meine Wahl, meine Geliebte. Der Kämpfende hofft auf einen Triumph. Es ist eine Form der Erhöhung. Derjenige, der den Kampf gewinnt, erhält als Trophäe Wert. Jede Form von Ich-Identifikation, welche ja keinen inhärenten Wert hat, fühlt sich immer abgewertet. Die Vorstellung der künstlichen Werterhöhung beruht auf einem Missverständnis seiner eigentlichen Identität. Darin glaubt man, man müsse diesen Minderwert durch eine Form des Strebens und Erlangens beseitigen. Ohne sich zu fragen, wer man selber ist und was effektiv Wert aufweist, bleibt es ein sinnleeres Projekt. Die Seele hat einen natürlich innewohnenden Wert, und es ist nicht notwendig, dass irgendeine Identifikationsrolle die Welten durchstreift und mit einem gigantischen Aufwand sich künstlich Wert zu generieren versucht. Den inhärenten Wert konnte man halt nicht sehen, da man zu beschäftigt im Vorhaben der eigenen Wertschöpfung und Eigenbereicherung war. Was wäre, wenn man den Dingen und Zuständen in dieser Welt keinen Wert mehr zuschreiben würde? Die konstante Beschäftigung der Auf- und Abwertung von Dingen und Menschen mündet in einen Kampf der Selbstbehauptung. Das Bhagavatam bezeichnet diesen als den Weg der Absorption ins Unwirkliche. In Klammer 11.28.2. Die klare Betrachtung der Behebungsversuche des Minderwerts führen zu einer wesentlichen Erkenntnis. Wenn diese eingestellt werden, ist nicht gähnende Leere und Nichtsein, sondern natürlicher, bereits existierender Wert
als Seele. Lieber Krishna, weil ich dir wichtig bin, muss ich mich nicht wichtig machen. Weil ich dir wert bin, muss ich mir selber nicht einen Wert geben und erarbeiten. Erst in der Hingabe zu dir werde ich zu dem, der ich bin. In der Kapitulation vor meinen eigenen Idealen darf ich dir näher kommen als in der Genugtuung ihrer momentanen Umsetzung. Wenn Arbeit, Familie und das Soziale uns den Lebensinhalt bilden müssten, wäre es wirklich schwer und irgendwie auch künstlich, sich für ein solches Leben langfristig und nachhaltig zu begeistern. Es wäre nur das Schwärmen für das Vergängliche und kurz Aufflackernde. Im mangelnden Gottesbezug übertragen wir dann die Vrindavan-Sehnsucht auf diese äußeren Zustände und überfordern diese vollständig mit der Hoffnung nach einer Erfüllung, die von ihnen selbst gar nie ausgehen kann. In der Versenkung im heiligen Namen braucht man das Außenleben nicht mehr mit Erfüllungshoffnung zu überfrachten und darf sich wirklich in die Substanz hineinfallen lassen.